Ich bin Paulina und ich bin im Fernsehen heute. Ich bin Romeo und wir begrüßen heute Shelo und Abdi. Sie bringen die Hymnen für die Unterwelt. 385, ich spreng komplett deinen Bunker weg. Shelo und Abdi sind zwei richtige Rabauken. Ich verstehe nicht immer, was sie sagen. Aber ich glaube, sie sind auch lustig. Im Sommer pflücken sie gerne Blumen und backen Kuchen mit nur ganz wenig Mehl. Hey, Bambinis, was Gute. Geht? Kommen Sie jetzt. Hallo. Na, alles klar? Hallo, Umarmung von weiter, Herr Kleiner, alles klar? Wie geht's? So. Wer ist wer? Ich bin ich. Ich heiße Abdi Süd. Und ich bin der Cello 385. Servus. Was heißt 385? 385, das ist die Postleitzahl, wo ich aufgewachsen bin. Und da habe ich immer so komische Briefe bekommen. Das ist die Postleitzahl da. Was für Briefe? So Briefe, wo dein Tag dann gelaufen ist, wo du gar nicht mehr aus dem Kinderzimmer raus willst. Ihr seid ja richtige Wonneproppen, wie ich hier sehe, ne? Ihr auch. Oh, danke schön. Ja, wir geben uns Mühe. Sollen wir mal euer Video anschauen? Ja, Logo. Let's go. Mietwagen Tape 2. Das ist er. Du weißt Bescheid. Cello. Das bin ich. Ignaz Bubis Bridge. Das ist Frankfurt, da wohnen wir. Das ist Insel. Wayo. Blueberry Yum Yum, ich mach auf Ludacris, gib Gummidick auf der Ignaz Bubis Bridge. Zugekifft ohne Lappen, MPU-Geschichte, du musst wissen, lass mich nicht vom Bullen ficken, Kickdown ins Ungewisse. Chill. Biggie und Tupac spitten, oh. Mit Schulabschlüssen, unsere Sprüche, keine 0815 Mutterwitze. Nee, nee. Every week, Wortreich, SRB, Goldstein Academy, Bornheim Fidelity. Ich bin auf Kelly, was geht bei dir? Hey, warum hast du bei meinem Park weggeklickt? War zu laut. Was raucht ihr da in dem Video eigentlich? Das ist so wie Shisha, aber... Aber im Video habt ihr gekifft. Wie bitte? Das ist ja, Seid ihr von der Polizei? Bist du verkabelt? Nein. Schwör? Ja. Ich habe einmal gesehen, du willst Bulle werden. Was wollt ihr denn mal später werden? Rapper. Du Rapperin und du? Polizist. Ah. Aber ist nicht schlimm. Ja, nein, aber dann... Sei ein korrekter. Sei ein cooler Polizist auf jeden Fall. Also wir haben nichts dabei, außer für Leute, die ganz viel Geld haben. Aber so in der Regel nicht. Was ist in deiner Tasche? Ganz normale Sachen. Mein deutscher Reisepass. Das bin ich, da habe ich keinen Hasch geraucht an dem Tag. Was ist denn noch drin in der Tasche? Oh, ich guck mal, was man noch zeigen kann. Bestimmt habe ich noch ein, zwei Gegenstände, die man rausholen kann. Könnt ihr euch kurz umdrehen? Leer mal alles aus. Das sind Batterien für mein Gameboy. Wenn ich später Tetris spielen will. Tetris ist so ein Konzentrationsspiel. Das wäre eine Alternative für Leute, die nicht Hasch nehmen. Die spielen dann Tetris ab und zu auf dem Klo oder so. Zum Nachdenken. Und, Tetris ist cool. Kennt ihr Tetris? Ja, mein Opa spielt das. Hammer Typ, ja, dein Opa ist Opa. Gemachter Mann, wenn er Tetris gut kann. Dein Opa ist bestimmt aus unserer Generation. Cooler Typ. Ich habe nichts mehr meiner. Also ich habe noch ein paar Sachen, aber die möchte ich leider im deutschen Fernsehen ehrlich gesagt nicht zeigen, weil sonst könnte meine Existenz auf dem Spiel stehen. Dann lass sie drin. Danke, du bist stabile Mädchen, wirklich. Ich küsse dein Herz. Du aber auch. Danke. Der Karl aus der 6B, der ärgert mich immer. Ah. Wie kann ich mich wehren? Mach auf keinen Fall eine tote Maus in seinen Briefkasten. Das macht man nicht. Genau. Zum Lehrer gehen, verpetzen, bringt nichts. Ich würde ihn zum Gespräch suchen. Ich würde sagen, hier, Karl, lass mal bitte kurz reden unter vier Augen. Guck mal, Bruder, ich weiß, vor Jackson, du machst immer den Heißen. Ich will dich nicht bloßstellen. Aber, Bruder, das? Wenn du noch einmal einen komischen einmal Spruch machst, ich schwöre auf meine Mutter, du hast morgen tote Maus im Briefkasten. So mäßig so. Darf Romeo ihn klatschen? Nein, er darf klatschen, wenn der Karl sich selber ins Aus manövriert, zum Beispiel. Er darf ihn nur verbal unterdrücken. Ja.
Ich weiß nicht, bestimmt. Ja, du, also ohne Kraftausdrücke natürlich. Und wenn der Karl das dann nicht einsieht, dann ist er echt ein Idiot. Okay. Und lasst euch nie was das einreden. Reicht euch das? Ja. Okay. Meine Lehrerin heißt Frau Dr. Schuster. Oh, schön. Was reimt sich darauf? Scharmutter. Wie bitte? Super. Dr. Schuster, Frau Dr. Schuster, die unterrichtet super. Und sie überhört sogar meinen Pupser. Aber sie liebt auch manchmal Puder. Zucker. Sehr gut. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, es war uns eine Ehre, mit euch heute hier zu sprechen. Ah, bevor wir gehen, wir haben uns sowas überlegt. Aber kein Hass. Nein, kein Hass. Kein Hass, nein, nein. Aber ihr, kriegt von uns hier, könnt ihr ein Eis essen gehen. Mit Mama und Papa zusammen. Ja. Von Cello und Abdi. 50 Euro. Nein, der Abdi legt auch noch mal drauf. 100. Ja, nur für euch, ja? Oh, vielen Dank. Nichts zu danken, gerne. Und ein schönes Spielzeug. Viel Spaß, ja? Ciao. 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 Desinfizieren die Scheine vorher. Ja, genau, sprüht die ab vorher. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Also die beiden mag ich richtig gerne, weil die uns Geld gegeben haben. Bringt uns in Zukunft auch mit zu Geld mit. Ich mag Geld. Tschüss. Tschüss.